Ich habe mein iPhone 12 Pro jetzt seit 2 Wochen im täglichen Test und bin mit diesem Gerät auch wirklich sehr zufrieden. Trotzdem soll es in diesem Video einmal um ein paar Punkte gehen, die gegen den Kauf der neuen iPhone 12 Generation sprechen. Und das Ganze soll natürlich kein stumpfer Hate sein, sondern ich möchte die Punkte so gut es geht sachlich begründen und vielleicht einfach dafür sorgen, dass ihr eine bessere Kaufentscheidung bekommt, wenn ihr gerade die Idee habt, dass ihr euch ein neues iPhone 12 oder iPhone 12 Pro kaufen möchtet. Sollten euch derartige Videos zum neuen iPhone 12 oder iPhone 12 Pro gefallen und ihr wollt keine weiteren in Zukunft verpassen, lasst jetzt gerne einfach einen unkomplizierten Abo da und wir sprechen jetzt direkt nach dem Intro einmal über ein paar Punkte, die gegen das iPhone 12 bzw. iPhone 12 Pro sprechen und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Neben einigen Punkten, die gegen das neue iPhone 12 oder iPhone 12 Pro sprechen, gibt es aber natürlich auch zahlreiche Gründe, die für dieses Gerät sprechen, wie zum Beispiel das neue, meiner Meinung nach sehr schicke Design, dann der sehr schnelle Apple A14 Prozessor, der schnellste mobile Prozessor, der aktuell am Markt ist, oder auch die wirklich sehr gute Kamera, gerade im Vergleich zu einem iPhone 10. Aber es gibt, wie gesagt, auch den ein oder anderen Punkt, den man hinterfragen sollte, bevor man sich ein neues iPhone 12 oder iPhone 12 Pro zulegt. Punkt Nummer 1 ist die fehlende Innovation und das soll nicht heißen, dass das iPhone 12 oder iPhone 12 Pro schlecht ist, aber im Grunde genommen haben wir ein iPhone in einem neuen Design und so viel im Inneren hat sich im Grunde genommen nicht getan, bis auf einen neuen Prozessor und die neueren Kameras, aber grundsätzlich bleibt es weiterhin ein iPhone mit einem neuen Design und Apple ist einfach sehr clever darin und kann wirklich sehr gut mit Marketingbegriffen umgehen, um das neue iPhone viel, viel besser als die vorigen Generationen zu verkaufen. Denn wir haben kein 120 Hz Display oder wir haben immer noch die gleich große Notch wie im iPhone 10 und den Generationen danach oder Reverse Wireless Charging. Das heißt, alles so Funktionen, die mittlerweile bei anderen Herstellern verfügbar sind, sind bei Apple immer noch genauso wie vor einigen Jahren und natürlich funktioniert es auch sehr gut. Wie gesagt, Face ID braucht einfach den Platz und es funktioniert auch am Markt am allerbesten. Trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, wenn man da irgendwie so eine Lösung gefunden hätte, das Ganze kleiner bekommen hätte etc. Da gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen Punkt, den man kritisieren kann. Machen wir weiter mit dem zweiten Punkt und zwar 5G. Und 5G ist auf jeden Fall eine sehr coole und gute Technologie, gerade wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut. Aber genau da ist der Knackpunkt, denn um das Ganze wirklich verwenden zu können, benötigen wir in Deutschland noch einige Jahre, um eben das Ganze flächendeckend auszubauen. Das heißt, wenn ihr in Hotspots wohnt, wie zum Beispiel Berlin oder München, dann werdet ihr relativ schnell 5G verwenden können. In anderen Regionen ist das leider nicht der Fall. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr behaltet das iPhone 12 oder iPhone 12 Pro für 5 Jahre, dann ist es auf jeden Fall vollkommen in Ordnung und auch nachhaltig gedacht, dass ihr jetzt schon ein Gerät mit 5G euch zulegt. Wenn ihr aber eh in 2-3 Jahren euch ein neues iPhone kauft, dann macht im Grunde genommen 5G gar keinen Sinn, weil bis dahin werdet ihr es wahrscheinlich gar nicht verwenden können. Machen wir weiter mit MagSafe. Das ist ein neues Feature, was Apple im iPhone 12 und iPhone 12 Pro integriert hat. Und zwar ist das ein Magnetring auf der Rückseite des Gerätes und darüber lässt sich Zubehör anschließen oder das Gerät auch aufladen. Allerdings lässt sich diese Funktion nicht deaktivieren und das hat ein kleines Problem, denn wenn ihr in der Hosentasche irgendwie verschiedene Späne habt, die eben magnetisch sind oder irgendwelche kleinen Steine, dann werden die von diesem Magnetring angezogen und können entsprechend euer Gerät auf der Rückseite zerkratzen. Ihr könnt das Ganze mal ausprobieren. Das iPhone ist ziemlich stark magnetisch. Ihr könnt es sogar an den Kühlschrank hängen, was erstmal ganz lustig ist, aber natürlich auch dafür sorgen kann, dass je nachdem, in welchem Beruf ihr arbeitet, wenn es vielleicht sogar etwas mechanischer ist, dass ihr dann eben entsprechend irgendwelche Späne und so anzieht und dann eben euer Gerät dadurch zerkratzt wird, was natürlich sehr schade wäre. Und Apple hat auch das Zubehör zum Teil nicht so ganz durchdacht, denn das Kreditkarten-Etui hält nicht wirklich gut am iPhone 12 und iPhone 12 Pro und gerade wenn man es dann in die Hosentasche stecken möchte, dann fällt es meistens ab und das möchte man natürlich nicht, wenn man da seine Kreditkarten oder zum Beispiel einen Personalausweis drin stecken hat. Der nächste Punkt ist der höhere Preis und da denkt man auf den ersten Blick, dass die Geräte doch eigentlich gleich teuer geworden sind. Beim iPhone 12 Pro ist es sogar in Anführungsstrichen ein bisschen günstiger geworden, weil wir doppelt so viel Speicher als Einsteigergerät bekommen, aber das iPhone 12 ist im Vergleich zum iPhone 11 knapp 100 Euro teurer geworden, aktuell ein bisschen weniger wegen der Mehrwertsteuersenkung, aber im Grunde genommen bezahlt ihr für das iPhone 12 100 Euro mehr im Vergleich zum iPhone 11. Dadurch, dass Apple aber das iPhone 12 Mini eingeführt hat, ist dieses iPhone 12 Mini viel günstiger und wirkt dadurch natürlich als günstigstes Modell günstiger als die letzten Jahre. Und das ist auch relativ clever umgesetzt, weil man das nämlich auf den ersten Blick gar nicht sieht, dass das iPhone 12 100 Euro teurer geworden ist als das iPhone 11. Aber wenn ihr euch mal die Startpreise anschaut und das Ganze vergleicht, werdet ihr sehen, dass das iPhone 12 100 Euro
Euro mehr kostet als das iPhone 11. Zu guter Letzt ist ein Upgrade für sehr viele von euch wahrscheinlich gar nicht notwendig, denn wenn ihr ein iPhone 10s oder neuer habt, wie ein iPhone 11 oder iPhone 11 Pro, dann lohnt sich ein Upgrade im Grunde genommen nicht, denn ihr bekommt zwar ein neues Design, aber ihr bekommt mit 5G kein Feature, was man unbedingt benötigt, und die Kamera wird zwar besser sein, aber jetzt auch nicht viel besser als im iPhone 11 Pro. Das heißt, das lohnt sich nicht unbedingt, da zu upgraden. Wenn ihr allerdings ein älteres Gerät habt, wie ein iPhone 7 oder ein iPhone 6s oder vielleicht auch ein iPhone 8, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Allerdings sollte man da vielleicht auch nochmal beim iPhone 11 oder iPhone 11 Pro schauen, denn diese bekommt ihr jetzt einige 100 Euro günstiger und vielleicht ist das sogar die bessere Option für einen. Zusammengefasst ist das iPhone 12 und iPhone 12 Pro wirklich ein sehr gutes iPhone. Allerdings ist Apple auch ziemlich gut darin, mit verschiedenen Marketingstrategien sehr souverän die neuen Generationen immer als das Allerbeste zu verkaufen im Vergleich zu den vorigen Generationen. Und daher sollte man das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, bevor man sich ein neues iPhone kauft, und vielleicht sogar noch ein Jahr warten mit neuen Funktionen oder ein Jahr zurückgehen und eben einiges an Geld sparen. Da kann man auf jeden Fall eben schauen, was einem lieber ist, und sich lieber noch mal da orientieren, bevor man jetzt blind ein neues iPhone 12 oder iPhone 12 Pro kaufen möchte. Das soll es dann aber auch mit diesem Video gewesen sein, und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr gerne einen zweiten Teil hättet mit Gründen, die für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro sprechen, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst jetzt gerne einfach und unkompliziert ein Abo da, dann verpasst ihr keine weiteren ähnlichen Videos mehr, und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!